Es ist schon wieder März und es wird Zeit für meinen Februar-Haul. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Disney-Februar-Haul. Ja, schon wieder ein weiterer Monat vergangen. Wieder ein paar schöne Disney-Sachen geshoppt und ja, wir haben wieder einen wilden Mix aus Primark, Disneyland Paris, Evolve, Amazon, ja. Also wirklich viel dabei, Shop Disney auch, aber tatsächlich bei Shop Disney wieder nur zwei Sachen. Bei Shop Disney halte ich mich ja im Moment ein bisschen zurück, aber es kommen auch nicht ganz so viele neue Sachen. Bei Shop Disney keine neuen Jerseys. Ohren gab es tatsächlich jetzt neue, aber ich weiß auch nicht, ob ich die behalten werde. Das sehe ich dir dann im März-Haul. Und wir beginnen mit den Sachen aus Primark, denn eigentlich würden die Sachen noch in den Januar-Haul gehören. Denn Brina hat mir die Sachen gekauft, als ich in Walt Disney World war. Also vom Kaufdatum her würden sie noch in den Januar fallen, aber wir haben uns ja erst im Februar dann gesehen. Und deswegen kann ich sie euch erst jetzt zeigen. Ja. Und wir legen los mit Primark. Ja, einmal hat sie mir hier dieses Desk-Organizer-Ding gekauft für 7 Euro. Und ich kann es jetzt auch mal auspacken mit Minimaus. Das kann ich sehr gut auf meinen Schreibtisch stellen oder mir auch ins Office mitnehmen. Weil ab April müssen wir tatsächlich wieder 50% ins Office fahren. Also es gibt nicht nur noch Homeoffice mehr. Und ja, hier kann man dann Stifte reintun. Und immer sein Handy abstellen und hier vorne, keine Ahnung, da kann man dann noch sich so Büroklammern oder sowas reinmachen. Ja, ist auch nicht aus Plastik, sondern aus Keramik, würde ich jetzt mal sagen. Und ja, hier zu Hause werde ich wahrscheinlich keinen Platz dafür haben, weil mein Schreibtisch ist hier echt mini fürs Homeoffice. Aber ich denke, fürs Office selbst wird das echt schön sein und das werde ich mir auf jeden Fall mit ins Office nehmen. Ja, da weiß auch jeder, also das weiß ich schon jeder, dass ich Disney-Fan bin und ja, das ist sozusagen noch mein... Das ist mein Tisch. Hier sitzt die Moni. Ja, also erstmal das hier. Dann gab es eine Radlerhose, die muss ich jetzt nicht im Try-On zeigen, mit Minnie Maus in dieser tollen Lachsoptik. Ich trage die aber eigentlich eh nur drunter. Aber ja, für 10 Euro ist schon toll für eine Radlerhose. Aber ja, vielleicht bin ich im Sommer noch ein bisschen trainierter oder mit einem längeren Top. Da kann man auch einmal so nur die Radlerhose anziehen oder halt für zu Hause im Sommer. Kann man die auch tragen. Ja, ich habe hier übrigens Größe L. Dann geht es weiter. Das habe ich tatsächlich ja schon mit Winnie Pooh zweimal, weil ich eigentlich sehr schön finde von der Optik her. Und ich wusste nicht, dass natürlich Minnie Maus rauskommt. Und hätte ich gewusst, dass Minnie Maus rauskommt, hätte ich mir wahrscheinlich nur ein Winnie Pooh gekauft. Aber ich kann ein Winnie Pooh mit in die Schweiz nehmen zu meinem Freund. Und ja, ich habe einen im Bad stehen für Q-Tips, das andere auf meinem Schminktisch. Und jetzt halt mich nochmal Minnie für 4 Euro. Ja. Wahrscheinlich wird ein Winnie-Pooh mit in die Schweiz wandern und Minnie dann auf meinen Schminktisch wahrscheinlich, ja. Ist aus Holz. Hier ist auch so ein bisschen Verfärbung. Ich weiß nicht, ob das normal ist, aber es ist halt ein Naturprodukt aus Holz. Und finde ich echt schick, dass Primark jetzt auch so moderne Deko-Badartikel macht. Oder auch diesen Desk-Organizer finde ich echt gut. Dann gab es noch hier diese Umhängetasche, diese Handytasche für 8 Euro. Also hier vorne kann man ihr sein Handy reintun. Hier, keine Ahnung, kann man noch Kleingeld oder so reinschmeißen. Und hier auch. Oder auch so eine Karte. Das ist, glaube ich, sehr praktisch, wenn ich jetzt spazieren gehe hier. Könnte ich immer mein Handy reintun, ein bisschen Kleingeld, wenn ich mir ein Eis holen will auf dem Weg. Oder halt für die Parks. Also ja, auch der Ton, also die Farbe gefällt mir. Und deswegen, ja, für 8 Euro dachte ich, kann sie mir das gerne mal mitnehmen. Und dann zu guter Letzt gab es noch eine Tasche und zwar von Donald. Das ist meine erste Donald-Tasche für 14 Euro und die ist wirklich groß, hat einen Druckknopf, hier ist noch Plastik drin, passt sehr viel rein und ich bin froh, dass es einen Druckknopf hat, weil von den Reißverschlüssen bei Primark bin ich ja nicht so zufrieden. Und ja, mit Druckknopf und meine erste Donald-Tasche, ich habe ja das eine oder andere Donald-Outfit und dazu wird die Tasche dann jetzt perfekt fallen. Perfekt fallen, perfekt passen. Und hier gibt es auch noch so ein kleines Beutelchen, wo
wo man was Kleines reintun kann. Keine Ahnung, Frauentampons oder weiß der Geier, was wir alles so immer mit uns schleppen. Ja, 14 Euro hier diese Doddeltasche. Und das war's vom Primark. Aber ich kann euch versichern, im März gibt's nochmal Primark-Sachen, denn Brina war wieder fleißig und diese Woche bei Primark und ich habe wieder einiges bei ihr mitbestellt. Danke, Brina. Machen wir weiter mit Shop Disney, denn ja, da gab es auch nicht so viel. Und ich muss natürlich auch noch nach den Preisen gleich gucken. Einmal gab es hier diese Tasche und die Pins gab es nicht dazu. Die müsst ihr ignorieren und die gehören eigentlich auch in den März-Haul. Weil das sind die neuen Pins vom 30. Geburtstag. Die habe ich mir erst im März gekauft. Aber die hängen jetzt schon an dieser Tasche dran und mit Sicherheitsverschlüssen. Und die abzubekommen ist wirklich sehr schwer. Deswegen, ja, zeige ich euch einmal die Tasche. Das ist, also ich trage es als Bauchtasche getragen. Es gibt aber noch einen zweiten Gurt, der hier irgendwo liegt, den man dann als Umhängetasche machen kann. Also man kann im Prinzip entweder als Bauchtasche tragen oder man kann an der Seite hier diese langen Gurte dran machen und als Umhängetasche tragen. Und ich finde es super, denn es passt zum 30. Geburtstagsfarbschema zu den Sachen, die rauskommen, die es eventuell schon gibt. Und ja, die war sogar im Sale bei Shop Disney. Wenn ich sie noch finde, packe ich euch den Link natürlich unten in die Infobox. Alle Links zu den Sachen, die es online noch gibt, findet ihr unten in der Infobox. Und ja, ich hoffe, dass es die Tasche noch gibt, weil ich finde sie super. Es passt viel rein. Man kann seine Lieblingspins dran pinnen. Und ja, aus Bauch- oder Umhängetasche. Und denkt bitte dran, wenn ihr Pins dran macht, kauft euch so Sicherheitspins. Ich kann sie euch auch mal gerne zeigen. Sieht aus wie so ein Minzdöschen. Ich habe sie nämlich noch hier drin. Sehen, sind so kleine silberne. So sehen die aus. Gibt es bei Amazon. Ich kann euch auch gerne unten einen Link in der Infobox lassen. Und ja, die sind super schwer drauf zu machen und auch super schwer wieder zu entfernen. Da muss man irgendwie drehen und drücken und so. Weil sobald ihr irgendwo hängen bleibt und ihr habt die normalen Verschlüsse, ist der Pin weg und ihr merkt es gar nicht. Und das wäre natürlich schade, wenn ihr da ganz besondere Pins dran habt und die verlieren würdet. Ja, ich gucke gleich nach dem Preis, was ich dafür bezahlt habe im Sale. Und dann gab es noch dieses Funko Pop Schloss. Ich bin ja nicht mehr der Funko Pop Sammler, aber ich habe ja schon das Cinderella... ist es Cinderella Castle? Aber immer das Schloss aus Anaheim. Das habe ich ja schon als Funko Pop mit Walt. Und jetzt gab es ein Cinderella Castle zum 50. Geburtstag von Walt Disney World mit einer goldenen Mickey. Die Version gibt es auch noch mit einer normalen Mickey, habe ich gesehen. Aber bei Shop Disney gab es nur hier die mit der goldenen Mickey. Und ja, musste natürlich auch sein, denn ich liebe Schlösser. Und hier seht ihr auch mal, wie es aussieht. Ja, finde ich sehr schön und freue mich jetzt, das Ding auszupacken. Ich weiß noch nicht, ob es neben das andere Schloss kommt. Das muss ich noch entscheiden. Und ich guck mal, ich glaube, das war um die 50 Euro. Und die Tasche muss ich jetzt mal nachschauen. Also bei Shop Disney irgendwas zu finden. Erst auf dem Handy geguckt, unter Bestellung. Die Seite ist gerade down. Das ist ja wieder typisch Shop Disney. Dann wollte ich über die Suche gehen. Also Handy kann es vergessen. Jetzt habe ich auf dem Computer geguckt. Und die Tasche ist immer noch da. Ist immer noch im Sale für 21 Euro. Also ja, Link unten in der Infobox. Und ich würde sagen, wir machen weiter mit einer Kleinigkeit von Amazon, was ich wirklich süß fand. Und es kostet nur 5,50 Euro, glaube ich. Und zwar dieses Buch. Es ist ein Kinderbuch, ich weiß. Mickey's Walt Disney World Adventure zum 50. Geburtstag. Und ja, es ist ein Kinderbuch, es hat nur ein paar Seiten. Aber Mickey und Minnie und alle anderen machen eine Tour durchs Magic Kingdom. Und ja, fahren hier zum Beispiel Seven Dwarfs Mine Train. Und ja, also ich finde es wirklich super süß und vielleicht irgendwann kann ich es meinen Kindern auch vorlesen. Das wäre natürlich ideal. Deswegen, ja, ich fand es super süß. Findet ihr den Link auch unten in der Infobox. Gibt es bei Amazon. Es gibt sogar noch mehr Bücher. Ja, guck mal hier. Haunted Mansion für Daniel. It's a Small World für Angie. Demnächst Space Mountain und Jungle Cruise. Also... der More Than 200 Timeless Little Golden Books to Share. Da muss ich tatsächlich mal nochmal gucken, weil ich habe ja schon diese goldenen Bücher, die deutschen, die es gab. Ich weiß nicht, ich habe irgendwann aufgehört mit dem Abo, weil ich einfach keinen Platz mehr hatte. Das ist natürlich auf Englisch, aber ja, finde ich wirklich süß und für 5 Euro kann man das mal kaufen. Wenn ihr Kinder habt, why not? Eine Sache, die ich euch jetzt zeigen möchte, hat eigentlich direkt nichts mit Disney zu tun. Also das Produkt ist nicht von Disney. Aber man kann es zu einem Disney-Produkt machen. Und zwar mein neuer LED-Rucksack.
Ich habe ihn schon in der Story gezeigt. Ich habe ihn schon im Disneyland getragen. Und man ist damit einfach der Hingucker. Man kann, man muss eine Powerbank anschließen. Die ist nicht inkludiert, wenn ihr den Rucksack kauft. Packe euch den Link natürlich auch unten in die Infobox. Der ist von Otto. Er kostet 90 Euro. Und ihr könnt ihn bespielen mit was ihr wollt. Ihr seht, was ich gerade hier drauf habe. Mein Bild. Walt Disney. Ihr könnt alle möglichen Charaktere suchen. Ihr könnt Bilder von euch drauf machen. Ihr könnt natürlich auch was anderes drauf machen als Disney, Harry Potter. Alle möglichen GIFs, die es so gibt. Ihr müsst einfach nur eine GIF-App runterladen aus dem Play Store oder aus dem Apple Store kostenlos. Was runterladen und auf die App spielen. Also wirklich ganz, ganz einfach. Und für Kinder im Park sind wir wirklich der Hingucker. Daniel hat ja auch diesen Rucksack von ihm. Ich habe mich influenzen lassen von Daniel. Und ich musste ihn auch haben, weil es ist einfach der Knaller. Vor allem, wenn es dunkel ist. Für Kinder, die lieben es einfach. Und ja, deswegen kein direktes Disney-Produkt, aber ich finde es trotzdem cool und vielleicht hat der ein oder andere ja auch Interesse dran. Link auch unten in der Infobox. Weiter geht's mit einer EMP-Bestellung. Und bei EMP, muss ich sagen, bin ich in letzter Zeit auch sehr zurückhaltend. Es gibt immer mal wieder coole neue Taschen und Rucksäcke. Aber ich habe mir gesagt, also bei Loungefly-Rucksäcken, es muss jetzt wirklich was sehr Besonderes sein, wenn ich mir einen Loungefly-Rucksack bestelle, weil sie mir einfach zu klein sind. Bei Umhängetaschen ist das was anderes. Ich habe ja immer eine Umhängetasche oder eine kleine Bauchtasche an plus Rucksack. Aber ich habe so viel dabei im Park, da reicht der Loungefly einfach nicht. Aber bei dem Loungefly konnte ich jetzt nicht Nein sagen. Und zwar der Minnie Mouse Cake Pop, was auch immer, Süßigkeiten-Rucksack. Ich fand ihn wirklich super süß. Dann war er im Sale und dann mit Daniels Rabattcode Disney Parks and More bekommt ihr übrigens 15% Rabatt bei EMP. Unbezahlte Werbung. Habe ich ihn dann bestellt und ich habe für ihn jetzt mit Rabatt 56 Euro bezahlt. Und ich habe im April tatsächlich schon ein Outfit, wenn ich mit Prina und Nina da bin. Ich habe mir jetzt so ein Kleid gekauft bei Amazon mit Polkadots. Und dazu wird der Rucksack perfekt passen. Ich sehe mich schon bildlich. Ich hoffe, es wird nur warm genug. Ja, also einmal gab es hier diesen Rucksack. Hier hinten steht auch Oh My. Und ja, er ist wirklich wunderschön. Und natürlich passend dazu mussten die Ohren sein. Die waren dann auch im Sale mit Rabatt. Haben sie dann nur noch 21 Euro fast gekostet. Passende Ohren dazu. Ja, ich bin ja ein Minnie Mouse Fan. Ich bin ein Minnie Mouse Girl. Und ja, dieses Set fand ich einfach wunderschön und richtig cute. Ja, wenn es die Sachen noch gibt bei EMP, packe ich euch auch direkt unten den Link in die Infobox. Und denkt an Daniels Code. Disney Parks and More bekommt ihr 15% Rabatt. Jetzt war schon Werbung für seinen Code. Aber ich habe keinen eigenen, deswegen benutzt Daniels Code einfach. Ich benutze ihn auch immer. Ich habe mal wieder ein Paket von Evolve bekommen. Und ja, ich möchte euch die Sachen gerne zeigen, die mir zugeschickt wurden. Es war ein Überraschungspaket. Das heißt, ich wusste nicht, was in diesem Paket drin ist. Ich durfte nur sagen, was ich gerne mag an Charakteren. Und ja, da war natürlich ganz viel Baby Yoda dabei. Also zwei Sachen mit Baby Yoda. Und zwar einmal hier diese Trink-Thermo-Flasche Travel Mug mit Baby Yoda. Und Mandalorian, Stronger Than You Think. Jetzt habe ich mich kurz an meiner eigenen Spucke verschluckt. Das ist auch super. Ja, ein Travel Mug. Ich muss das nicht nochmal testen. Werde auf jeden Fall jetzt ein To-Go-Becher werden für Tee, Kaffee etc. Ja. Mal gucken. Ich hoffe auch, dass er lange warm hält. Und dann noch von Baby Yoda, muss ich euch auch noch zeigen, eine super süße Snack Bowl. Oh, schaut mal. Baby Yoda hier, Baby Yoda da, Baby Yoda hier mit seinem Frosch. Die ikonische Szene. Und hier oben steht Snack Time. Ja, kann man für Müsli benutzen, Snacks etc. Ja, so eine Schüssel kann man eigentlich immer gebrauchen. Salat, was auch immer. Ja, das sind die zwei Baby-Yoda-Sachen, die ich bekommen habe. Und dann gab es noch dieses Teller-Set mit den Prinzessinnen. Evolve hat wirklich viele Teller-Sets von Beauty and the Beast, Tinkerbell, die Villains, die Prinzessinnen. Und ich habe ja tatsächlich schon die Prinzessinnen und auch die Villains-Kollektion mir letztes Jahr, glaube ich, gekauft. Oder ich weiß nicht, oder ich glaube letztes Jahr. Und das wusste Evolve natürlich nicht. Aber ich habe Evolve gefragt und ich darf dieses Teller-Set bei Instagram verlosen. Das heißt, nächste Woche könnt ihr bei meinem Instagram-Account vorbeischauen. Ich packe euch hier auch mal den Namen rein. Und da werde ich dieses schöne Teller-Set verlosen. Vier Prinzessinnen-Teller.
Einmal mit Schneewittchen, einmal mit Ariel, Jasmin und Cinderella. Und ich habe ja, wie gesagt, diese Teller schon seit über einem Jahr. Ich nutze sie wirklich fast täglich für mein Frühstück. Und ich packe sie auch immer in die Spülmaschine. Die Teller sehen aus wie am ersten Tag. Wie gesagt, Villains- und Prinzessinnen-Teller habe ich schon. Mir fehlt dann noch Schön und das Biest und Tinkerbell. Vielleicht muss ich mal selbst bei Evolve bestellen mit meinem Code, der gleich noch kommt. Ja, also die Teller sind wirklich super robust, halten, keine Ahnung, wie viele Spülmaschinengänge schon durchgehalten haben, sehen immer noch aus wie am ersten Tag. Ja, also das könnt ihr nächste Woche auf meinem Instagram-Account gewinnen. Und ja, gerade schon erwähnt, es gibt einen Gutscheincode für Evolve. Ihr könnt 15% mit meinem Code MAUS20, ja, es ist MAUS20, für 15% sparen. Also ja, der Link für Evolve findet ihr unten in der Infobox. Schaut gerne mal vorbei. Wie gesagt, ganz viel cooles Merchandise, Merch for Nerds, Star Wars, Prinzessinnen, Mickey Mouse. Es gibt ganz, ganz viel. Also schaut gerne mal bei Evolve vorbei. Ach, ich bin ja ganz froh, dass es in diesem Haul nicht so viele Try-Ons gibt. Ich filme euch ja gerne die Try-Ons, aber es ist einfach anstrengend, muss ich sagen, Try-Ons zu filmen. Es ist sehr umständlich. Aber ja, als nächstes, da seht ihr auch das Try-On, seht ihr eine neue Jacke, die ich mir gegönnt habe. Ja, von Desigual. Und diese Marke wird mich auch, plus Stitch Chopé bei Loungefly, da komme ich auch noch gleich vielleicht zu, die Marke und Desigual macht mich irgendwann pleite. Denn Desigual ist ja nicht ganz günstig, aber die haben so geile Disney-Klamotten schon wieder. Die haben wieder eine neue Kollektion. Ich habe gefühlt, meine ganze Zalando-Wunschliste ist nur mit Desigual-Sachen. Aber da kann ich euch den Tipp geben, bei Zalando könnt ihr es auf die Wunschliste packen und die Sachen kommen irgendwann immer in den Sale. So war es auch bei dieser Jacke. Ich glaube, ursprünglich kostet die Jacke 200 Euro. Und ich habe am Ende dafür 130 oder 120 Euro bezahlt mit. Es gab dann, die war selbst im Sale, dann gab es noch irgendwie einen Rabattcode. Gibt es auch gefühlt immer bei Zalando. Aber ich habe schon so viele Jacken von Desigual und ich bin einfach zufrieden mit dem Style, mit dem Look. Und ja, ich zeige euch die jetzt. Die seht ihr natürlich auch im Fern. Hier vorne habt ihr eine Mickey mit Sonnenbrille. Es sind so viele schöne Details. Hier steht Free Spirit, I love you. I love you, I love me, I love life. Steht hier, haben wir hier noch was an der Seite? Wollen wir mal gucken. Hier ist nichts mit Disney. Und hinten habt ihr dann so einen Pulloverstoff mit einer großen Mickey in Gelb. Ja, auch sehr schick. Ist so ein Parker-Look jetzt für den Frühling oder für den Herbst. Echt schön. Und ja, hin und wieder darf man sich auch mal ein bisschen was Teureres gönnen. Und ja, die Sigal und Stitch Chopé bei Loungefly sind keine guten Marken. Bei Stitch Chopé bei Loungefly, muss ich sagen, habe ich gerade auch schon bestellt, weil die liebe Niki Ende März nach, jetzt weiß ich nicht, glaube ich, Chicago fliegt. Ich habe es vergessen, es tut mir leid. Auf jeden Fall fliegt sie nach Amerika. Und ja, da das Beste ist, hatte ich auch schon gemacht, als ich in Walt Disney World war, habe ich einfach ins Hotel schicken lassen. Sie hat es jetzt zu ihrer Freundin schicken lassen. Sie hat sich was bestellt, ich habe mir was bestellt. Und wahrscheinlich seht ihr es aber erst im April, also im März-Haul oder im April-Haul. Ich weiß nicht, wann sie wiederkommen, wann ich sie sehe. Aber sobald ich Sachen habe, werde ich sie natürlich im Haul zeigen. Ich habe mir zwei Sets bestellt. Ja, aber dafür habe ich jetzt alle Röcke von denen, die ich unbedingt haben wollte. Als nächstes kommen dann die Kleider. Aber ich liebe diese Kombination einfach. Ja, das war jetzt Desigual. Und jetzt geht es weiter mit einem Buch, noch zwei schöne Röcken und am Ende noch Disneyland Paris. Ja, ich muss ja dazu sagen, ich bin jetzt nicht so die Leseratte, aber ich habe auch irgendwie keine Zeit zum Lesen. Aber ich denke mir immer, irgendwann, wenn es jetzt wärmer wird, setze ich wieder auf den Balkon und liest ein Buch. Das habe ich mir letztes Jahr schon vorgenommen, aber irgendwie ist es nie so dazu gekommen. Keine Ahnung. Ich bin nicht so die Leseratte, aber ich habe mir mal wieder ein neues Disney-Buch gekauft. Und zwar von Frozen. Es gibt jetzt zwei neue Dangerous Secrets Books. Einmal mit Frozen und einmal mit Schön und das Biest. Aber ich wollte erstmal mit dem ersten Teil anfangen. Die Eiskönigin, die wahre Geschichte. Und ja, worum geht's? Ich lese es euch gerne mal vor. Iduna ist für alle ein junges, liebenswertes Mädchen aus einem Dorf in Arendelle und die beste Freundin von Prinz Egna. Doch sie hütet ein dunkles Geheimnis, denn was niemand weiß, sie ist außerdem eine Nothulda,
ich kann es nicht aussprechen, und muss ihre Identität verbergen, um am Leben zu bleiben, denn die Menschen aus Arendelle trauen ihrem Volk nicht mehr. Als aus ihrer Freundschaft Liebe wird, bedroht Idunas Herkunft die gemeinsame Zukunft mit Agna. Kann Iduna ihre geheime Identität und Agnas Zukunft als König von Arendelle schützen? Man weiß es nicht. Ich sollte vielleicht Bücher vorlesen, was sagt ihr? Als ich bei meiner Freundin war, die hat in Nürnberg, die hat ja schon zwei Kinder. Und dem einen musste ich auch immer abends vorlesen. Das war schon so ein bisschen, Man will ja auch keine Fehler machen, ja. Auf jeden Fall dieses Buch, ich weiß gar nicht, was es, 16 Euro hat es gekostet. Ich packe euch den Link gerne unten auch in die Infobox, wenn ihr an so Büchern interessiert seid. Und ich nehme dann wirklich vor, ich will auch diese Willensreihe mal lesen. Aber das Gute ist bei der Willensreihe, wer es noch nicht weiß, die gibt es jetzt auch als Hörbuch bei Audible. Das ist auch unbezahlte Werbung. Und da bin ich, glaube ich, schneller durch als bei dem Bücherlesen. Ja, dann kommen wir zu zwei wunderschönen Röcken von der lieben Steffi. Ja, Steffi hat ihren eigenen Etsy-Shop und entwirft eigene Designs fürs Disney, also nicht fürs Disneyland Paris, aber für Röcke und Kleider im Disneyland Paris Design, kann man das so sagen? Ja. Und sie hat zwei, also eigentlich noch mehr, aber ich habe jetzt bisher zwei Röcke von ihr zum 30. Geburtstag gekauft. Und es gibt, der nächste ist auch schon auf dem Weg. Und ich sage schon immer, Steffi, hör auf, neue Designs zu machen. Die Kleider sind auch super schön, aber ich habe mich jetzt erstmal auf die Röcke fokussiert. Ja, das ist der erste Rock. Und ihr seht, die 30 oder die Mickey ist hier vorne schon aufgedruckt. Ansonsten ist es einfach ein wunderschöner, frühlingshafter Rock in den Farben Weiß, Blau, Lila, Pink, alle Farben sind vertreten und hinten habt ihr ihn auch nochmal mit den tollen Farben. Also wirklich ein super schöner Frühlingsrock oder auch ein Sommerrock. Kann man gut zu dem neuen Spirit Jersey kombinieren, das habe ich tatsächlich schon, aber den seht ihr erst im März-Haul, denn ich habe mir den ja auch erst im März gekauft. Ja, ich habe übrigens, weil mich auch viele bei Instagram gefragt haben, welche Größe ich gekauft habe. Ich habe Größe L bestellt bei ihr. Die sind ein bisschen stretchy, man sieht's. Auch am Bund. Das heißt, man hat ein bisschen Spielraum und wie gesagt, Größe L bestellt und ihr habt es in den Try-Ons gesehen. Und den zweiten Rock, den ich von ihr bekommen habe, Steffi, du darfst das nicht tun, ist hier dieser wunderschöne Rock. Hier unten ist auch nochmal die 30, aber in einem Spruch, in einem Spruch verarbeitet. 30 Years of Magic steht hier. Hier habt ihr das Schloss. Also hier sind sehr, sehr viele Details. Und hier ist auch nochmal die 30 und Mickey-Kopf. 30 als Mickey-Kopf, ja. Und so sieht er von vorne aus. Naja, so sieht er nicht von vorne aus. Moment, wo ist denn hinten? So, genau. So sieht er von vorne aus. Also ihr habt das Schloss und den Spruch und hinten habt ihr nochmal die 30. Und hier auch Größe L, stretchy. Ich bekomme jetzt auch demnächst von ihr den schwarzen Rock, auf den ich mich auch sehr freue, denn er passt zu diesem neuen Merchandise zum 30. Geburtstag in diesem Schwarz-Gold. Freue ich mich sehr drauf. Also schaut gerne mal bei Steffi vorbei. Ich packe ihren Etsy-Shop unten in die Infobox. Sie macht wirklich ganz, ganz tolle Sachen. Und vielleicht gönne ich mir auch noch irgendwann das ein oder andere Kleid für den Sommer. Wer weiß. Ja, schließen wir den Haul mit Disneyland Paris ab. Ich war ja auch im Februar im Disneyland Paris. Ich glaube, zwei Wochen nachdem ich aus Walt Disney World wiederkam. Das war unser Geburtstagstrip mit Nina und Brina und Daniel und Sven waren auch dabei. War wirklich ein tolles Wochenende. Und da habe ich mir auch ein paar Sachen gekauft, aber nicht allzu viele. Und zwar ja einmal den Spirit Jersey, den blauen, den Preloading. Daniel und Brina sagen ja immer den Schwangerschafts-Jersey, weil man könnte ihn auch eigentlich anziehen, wenn man schwanger ist, so im dritten, vierten Monat. Und dann weiß man, ne, es ist noch ein bisschen Zeit bis zur Geburt mit dem Ladebalken. Vielleicht irgendwann mal kann ich da draus auch ein Foto machen. Es dauert noch ein bisschen. Also keine Aufregung. Ja, auf jeden Fall ist das Spirit Jersey von vorne. Und hinten ist Disneyland Paris drauf. Auch nochmal mit dieser tollen 30. Ich liebe ja dieses Logo, muss ich sagen. Diese Mickey 30. Echt schön. Und ja, Spirit Jersey sind ein bisschen teurer geworden im Disneyland Paris. 65 Euro kosten sie mittlerweile. Sie waren ja vorher bei 60 Euro. Dann gab es noch hier diese Kette. Ich habe diese Kette ja schon in Silber. Hatte ich auch in Walt Disney World an. Und jetzt gab es die in Gold in Paris. Und so viele haben mir mal geschrieben auf die Vlogs, ach, die Kette ist so schön, die du da trägst in dem Video.
Und ja, jetzt wie gesagt in Gold. Ich trage auch gerne mal goldenen Schmuck und sie ist wirklich schön. Ich habe leider keinen Preis mehr, weil hier stehen keine Preise, sondern diese Farben. Ich glaube, es sind 20, 23 Euro kostet so eine Kette. Also wirklich sehr, sehr schön. Die gibt es auch mit Glitzerstein, aber die Glitzersteine sind dann irgendwann so hässlich geworden bei meiner Silbern. Deswegen bin ich ganz happy über die ohne Glitzersteine. Ja, dann gab es noch, da freue ich mich auch sehr drüber, der hat 16 Euro gekostet, Baby Yoda, aber als sitzende Schulterfigur. Also ihr kennt vielleicht noch mein Forky von Walt Disney World. Und ja, hier ist so ein Magnet und dann kann man den hier so auf die Schulter setzen. Dann bleibt er da sitzen und ich finde es einfach mega cute. Also ich liebe es. Baby Yoda, es gibt jetzt auch Remy, habe ich gesehen in Paris. Ich hätte auch gern noch Bruni und Pascal. Ich weiß nicht, ob es die schon in Paris gibt, aber irgendwo habe ich sie gesehen. Auf jeden Fall Baby Yoda musste mit, als ich das gesehen habe. Die hat Nina das erste Mal gesehen. Ich so, Nina, warum hast du nichts gesagt? Ja, ich dachte, du hast gesehen. Naja, auf jeden Fall musste er mit. Finde ich wirklich süß als Accessoire für ein Outfit. Und dann gab es, ja, meine ersten Starbucks-Tassen. Oder Disney-Starbucks-Tasten. Gut, ich habe auch vorher noch keine Starbucks-Tasse gehabt. Aber ich habe mir jetzt vorgenommen oder mir in den Kopf gesetzt, die Disney-Starbucks-Tassen zu sammeln. Ja, das ist die erste Tasse aus den Walt Disney Studios. So sieht die aus. Eine Tasse kostet 20 Euro. Die sind zum Glück spülmaschinenfest. Und die nächste Tasse zeige ich euch noch. Natürlich aus dem Disneyland Paris Park. Sieht so aus. Mit Schloss. Ja. Genau. Also das sind die zwei Tassen. Und jetzt muss ich mal hier einen Aufruf starten in meinem Haul. Also erstmal, wie gesagt, 20 Euro pro Tasse. Und ich hatte ja gehofft, als ich in Walt Disney World war, diese Tassen gibt es eigentlich auch für jeden Park in Walt Disney World mit dem 50. Geburtstagsdesign. Aber als ich da war, waren sie leider überall ausverkauft. Das heißt, wenn ihr irgendwann in nächster Zeit nach Walt Disney World fliegen solltet und ihr seht diese Tassen, ihr braucht mir gar nicht schreiben, bringt mir einfach eine mit. Ich bezahle euch das Geld. Natürlich jetzt keine, also nicht jetzt hier 50 Dollar Aufpreis oder so. Aber falls ihr in Walt Disney World seid und ihr seht eine von diesen Geburtstagstassen von Starbucks, bringt mir bitte eine mit. Bitte, bitte. Weil die kommen immer mal wieder rein, man weiß es leider nicht. Und ich hätte sie so, so gerne aus Walt Disney World natürlich oder auch aus Disneyland Anaheim, wenn ihr da seid und auch bei Starbucks diese Tassen seht. Bringt mir diese Tassen mit, bitte. Ah. Ja, ich hätte sie wirklich sehr gerne gekauft, als ich da war, aber ich habe überall gefragt, nee, leider ausverkauft. Auf jeden Fall ist das jetzt meine neue Obsession. Ich möchte gerne alle Disney-Starbucks-Tassen haben, die es so gibt. Es gab ja auch früher welche in Walt Disney World ohne dieses 50. Geburtstagslogo. Also wenn ihr die loswerden wollt, ich bin auch ein gerne Abnehmer davon, wenn ihr welche habt. Also einfach, schreibt mir einfach. Instagram, Facebook, E-Mail, ist mir egal. Ich hätte gerne diese Tassen. Ja, 20 Euro pro Tasse, habe ich ja schon erwähnt. So, und das war es auch mit meinem Haul und meinem Aufruf. Wenn ihr die Disney-Tassen seht, schreibt mir. Ja, also das war mein Februar-Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne wieder unten in die Kommentare, was euch am besten gefallen hat. Im März ist ganz, ganz viel Disneyland Paris Merch vom 30. Geburtstag. Ich bin ja in 2 Wochen wieder da und werde mir wieder das ein oder andere kaufen, denn ja, ich möchte nicht alles auf einmal kaufen, sonst gehe ich pleite. Ich mache das jetzt bei jedem Trip, kaufe ich mir was vom 30. Geburtstagsmerch, denn ich finde es wirklich wunderschön, das Merchandise. Die ganze, dieses Iridescent, diese Farbkombi Pink, Lila, Blau, ist das genau mein Ding. Ja, also im nächsten Haul mehr Disneyland Paris Merch vom 30. Geburtstag. So, und damit verabschiede ich mich bei euch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!